Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz 2. Erstmal vorneweg, ich habe die Hälfte des Parts schon aufgenommen, aber nach so circa 12 Minuten habe ich festgestellt, dass das Aufnahmeprogramm nicht Pokémon Schwarz 2 aufnimmt, sondern eher Minecraft im Hintergrund, was ich noch offen habe. Naja, doof gelaufen. Jetzt muss ich es so gesehen nochmal aufnehmen. Ist mir am Ende aufgefallen, dann dachte ich mir, what the fuck, och nein. Ja, wir sind gerade hier auf dem Segelschiff von Team Plasma. Wir haben im letzten Part mit Shion hier gekämpft, gegen diese Trainer hier. Und jetzt müssen wir noch Retro helfen. Wir haben momentan Michelle vorne. Die bräuchte allerdings nochmal eine kurze Heilung. Daher werden wir mal kurz ihr eine Heilung auch verpassen. So, ihr sehen. So, hier mal zwei Tränke, obwohl einer reicht. Hier nochmal einen Trank auf Nico. So, dementsprechend weiß ich jetzt auch, was auf uns zukommt, sozusagen, die nächsten 12 Minuten. Aber ist nicht so schlimm. Ein Glück hatte ich den Safe-Set hier noch. Von daher passt ja auch alles. Ich werde es schnell zu Ende bringen. Also hilf mir dabei. Bist du etwa der vor 5 Jahren in Adventure City ein Philelo gestohlen hat? So, kämpfen wir jetzt gemeinsam mit Retro gegen noch weiteren zwei. Den Plasma-Rüpel. Ein Slimer wird eingesetzt und ein Smoggon. Beide auf Level 29, meinte ich, natürlich. Relativ hochgelevelt. So, wir setzen keine Bohnenattacke ein, weil wir könnten natürlich mit einer effektiven Bohnenattacke Smoggon besiegen. Aber ich weiß aus dem schon aufgenommenen Part, da hatte ich zum Beispiel Schaufel eingesetzt. Ja, das Verkoke hat das Smoggon besiegt, bevor wir angreifen konnten. Und daher, ja, Sandgrab macht auch keinen Sinn, weil wir die geringste Initiative hier haben. Ich setze einfach mal Steinhagel ein. Och, Volltreffer, ja. War ja auch im letzten... Och, nee. Im letzten Part so, dass Michelle gar nicht angegriffen hat, weil es gab kein Ziel. Und wieder nicht. Mann. Das wurde vorhin nicht eingesetzt, diese Attacke. Finde ich sehr interessant. Radikal und Kupmana. Und jetzt Steinhagel. Ah, Knirscher. Mist. Ja, toll. Warum setze Bodycheck ein? Du hast schon wenig KP. Schon wieder ein Volltreffer. Wir setzen René ein. Der hat auf jeden Fall sehr effektive Attacken. So, jetzt setzen wir hier auch mal eine Attacke ein und besiegen das Radikal. Und auch ein Volltreffer, also die Team Plasma-Rübe wurden ordentlich zerstört. Moment mal, ist nicht wahr. Mist, was jetzt? Wir haben alle besiegt! Dann werde ich sie mal über das Philelu ausfragen. Okay, ich möchte auch noch einiges in Erfahrung bringen. Hm? Was geht hier vor? Sieh mal eine an. Dich habe ich doch im Tiefkühlcontainer zittern sehen. Du bist Viola Zeus. Dann verrate mir mal, was ihr hier auf diesem Schiff treibt. Du. Wir werden erneut das legendäre Drachen-Pokémon unterwerfen. Und über ein All herrschen. Ich werde nicht zulassen. Das neugierige Trainer. Wie ihr einfach tun und nach ihnen der Sinn steht. Finstrio, bringt sie von hier weg. Damit du es weißt, sind nicht deine. Ich weiß. Aber werft sie trotzdem raus. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Was, Finstrio? Was sind denn das für welche? Mir reicht's. Wohin ist Team Plasma verschwunden? Das Finstrio verfügt über übernatürliche Kräfte, die es ihm erlauben, Menschen bewegungsunfähig zu machen und sie zu verschleppen. Ich war mir aber mehr Sorgen darüber, was Viola Zeus vorhin gesagt hat. Was meinte er damit? Dass sie das legendäre Drachen-Pokémon erneut unterwerfen und über ein All herrschen werden? Die legendären Drachen-Pokémon, Reshiram und Zekrom sind doch gar nicht mehr in ein All. Dennis, es gibt etwas, das ich überprüfen möchte, deswegen gehe ich zu Route 6. Pass auf dich auf.
Ja, Route 6 ist auch noch ein Ziel. Da waren wir ja schon mal vor einigen Parts. Allerdings gehe ich jetzt erstmal zum Pokémon Center und danach gehe ich zum alten Fluchtweg, der dort links sich befindet. Denn da können wir halt auch noch reingehen. Aber vorher gehe ich wieder zum Pokémon Center. Oh, Sommer? Sommeranfang? Keine Ahnung. Interessant, wir haben jetzt Sommer. Aber es ist doch noch ganz, oder bin ich? Ja, okay, vielleicht ist das nach den Quartalen geregelt, weil es ist gerade der 1. Juni. Der letzte Part wurde am 31. Mai aufgenommen. Vielleicht deswegen. Der 1. Juni. So, dann der PC. Rubinas PC mal hier öffnen, Pokémon bewegen, weil ich mich das Turu, was wir momentan hier noch haben, rauslegen. Weil wir brauchen das nicht. So, jetzt geht es zum alten Fluchtweg. Komm, können wir ruhig mal hier mit Fahrrad fahren? Ey, stell dich hier nicht im Weg, wenn ich hier lang fahren will. Bist du für einer? So, dann Fahrrad raus und Itemradar an. Moment mal. Hier gibt es auch noch irgendwo ein Item. Ein Äther. Sehr nice. Es lohnt sich einfach, das Itemradar immer wieder anzumachen. Ich mache es einfach viel zu selten. Gut, jetzt geht's hier rein. Es ist wirklich Sommer. Ist mir vorher auch noch gar nicht aufgefallen. Bestimmt wurde es in dem Part, den ich fälschlicherweise aufgenommen habe, auch angezeigt. Um den Pokémon Attacken beizubringen, bin ich dabei, Scherben zu sammeln. Man findet Scherben bei Staubwolken. Manchmal stößt man dabei stattdessen auch auf einen Pokémon. Okay. So, Michelle ist immer noch vorne. Ach, hier gibt es natürlich auch wilde Pokémon. Ein Fleck neu. Level 29, die wilden Pokémon sind hier ein relativ hohen Level. Normalerweise würde ich flüchten, aber ich möchte, dass kurz noch Michelle Level aufsteigt. Naja, setze ich hier mal kurz Steinhagel ein. Das sollte aktiv sein. Ja, wunderbar. Sehr schön. So, und dann werde ich jetzt so zu Jonas wechseln. Denn hier werden hauptsächlich Boden-Pokémon eingesetzt und da kann natürlich Jonas was gegen unterrichten natürlich. So, jetzt brauche ich erstmal ein Superschutz. Ja. So, Itemradar aktivieren. Und dann schauen wir erstmal hier nach links. Ich kenne ja jetzt so ein bisschen den Ort hier, also ich weiß, wo ich langlaufen muss. Aber ich werde euch schon sagen, an welcher Stelle das wieder komplett blind ist. Wo ich dann nicht weiter weiß, sozusagen. So, hier ein Sandama. Und da hatte ich in dem einen Part eben wirklich, ich hatte auch Jonas vorne. Innerhalb von, also drei Attacken oder beziehungsweise drei Trainer. Und immer ein Volltreffer hat Jonas bekommen. War schon geil. Auch hier bei den Sadama. Jetzt allerdings nicht. Gut zu wissen, dass ohne Volltreffer der nicht besiegt ist. Aber ist auch auf Level 32. Das ist schon sehr, sehr dolle krass. Wenn ich bedenke, das nächste Pokémon, was wir fangen können, da sind die Trainer auf Level 33, 34. Genau. Bedeutet, das sollte auch nicht mehr so lange dauern, bis das nächste Pokémon ins Team kommt. Ich weiß nicht, wo das dieser Ort ist. Kann ich nicht sagen. Darum habe ich jetzt auch erstmal einen Platz frei gemacht. Lol, da geht's raus. Hä? Ach, da sind wir. Von dort sind wir gekommen. Ich wollte schon sagen. Hä? Hier unten gibt's noch einen Stärkefelsen. Den werden wir mal ganz kurz nach links bewegen. Darum haben wir ja noch unser Scaraborn dabei. So. Aber wir gehen hier wieder zurück und dann erstmal nach oben. Nach rechts gehen wir dann später. Hier gibt es noch einen Trainer und noch ein Item. Aber bis jetzt noch kein unsichtbares Item hier. Ein Radikal wird eingesetzt. Okay, na gut, da hat Jonas jetzt keine effektive Attacke. Aber bei dem hat er auch einen Volltreffer erlitten. Komm Jonas, jetzt einen Volltreffer bitte.
Ja, sehr schön. Wunderbar. Ja, ich glaube, Lobkring hat auch eine hohe Volltrefferquote, deswegen auch. Ja, was ja nicht schlecht ist, da merkt man das natürlich dann auch, wie geil das ist. Lobkring ist sowieso eine nice Attacke. So, Schutz weiterhin einsetzen. Dann gehen wir jetzt hier runter zu dem nächsten Trainer. Ich glaube, das ist der vorletzte Trainer, den ich hier kenne. Und danach ist wieder blind, also relativ schnell hier durchgekommen. Es hat mich auch gerade geärgert, ey. Ich schaue so auf einen anderen Bildschirm und merke so, hä? Das ist doch kein Pokémon, was da aufgenommen wird. Und dass ich das die ganze Zeit nicht gesehen habe. Ich hatte das die ganze Zeit offen. Ey, nee. So dumm von mir. So, tschüss. Level 34 für Jonas. Wir wechseln dann gleich auch zu René. Genau, jetzt wechseln wir sogar schon zu René. Interessant. An dieser Stelle war Jonas noch nicht Level 34. Egal. So, Kraftwelle. Paralysiert. Wunderbar. Steinhagel, okay. Macht das viel Damage? Nö. Ist ja auch nicht sehr effektiv. Das Kiesling ist ganz schnell besiegt worden. Dann können wir direkt jetzt hier weitergehen. Ich wechsle auch kurz mal zu Jonas. Tauscht. Nee, zu René meinte ich. Zu Jonas. So, nee. So, Item da einsetzen. Weil es hier unten ein geiles Item ist. Hier geht's dann weiter. Hier runter. Hier ist auch kein Item. Ich war hier vorhin nicht mit einem Item da. So, und dann hier der Trainer. Gegen den habe ich, glaube ich, sogar noch gekämpft. Aber weiter nicht. Da habe ich noch gegen den gekämpft. Kann sein, dass ich das kurz vorher bemerkt habe. Mal sehen, was setzt da ein. Dieses Ding. Ne, gegen den habe ich glaube nicht mehr gekämpft. Weil mir war nicht bekannt, dass hier jetzt auch nochmal ein Kiesling kommt. So, Kraftwelle. Hat leider nur 10 AP, aber. Also trotzdem ordentlich Schaden machen. Ja, genau. Dann werde ich mal mit Teilklaue einsetzen. Ist ein Tipp sozusagen von Jonas. Oh, ist auch sehr effektiv bei Kiesling. Wenn es nur wenig KP hat, lieber eine andere Attacke einsetzen. Und da hat er auch recht. Aktibike. Okay. Das ist doch ein Kampf-Pokémon. Da werde ich mal Nico einsetzen. Okay, und gegen den Trainer habe ich wirklich nicht mehr gekämpft. Ich den jetzt nicht verwechselt habe. Ja, genau. Ach, spitze Steine ist mir jetzt egal. Psycho-Schock. Wunderbar. So läuft das hier. So läuft der Hase. Das ist halt das, auch das Schöne, wenn man wirklich so viele Pokémon schon im Team hat. Allerdings fehlen uns halt noch ein paar Typen sozusagen. Also zwei Teammitglieder halt auch noch. Entsprechend. Ach, da geht's weiter. Ich muss erstmal zusehen, wo ich jetzt erstmal hier lang gehe. Hier gibt es irgendwie ein Item. Ein Topschutz. Uiuiui. Hier links gibt es noch ein Item. Ja, bestimmt hier drin. Genau. Indigo-Stück. Gut, dann geht es jetzt hier nach rechts. Gibt es auch wieder ein verstecktes Item? Ein Trainer. Wir haben René vorne, das passt. Ah, da, dort im Stein. Ah, es ist so ein Psychotyp. Da ist eigentlich René nicht so gut. Wir René vorne haben. Kommt drauf an, was für ein Pokémon kommt. Ein Fleet. Ja, Moro. Okay. Ah, okay. Das ist nie wirklich nicht gut. Wen kann man da einsetzen, Michel? Steinhagel und das ist weg, hoffe ich. Level 33 schon. Uiuiui. Auf mein Luftschnitt macht jetzt nicht so viel Damage. Natürlich ein Volltreffer. Na klar. Den kann ich einsetzen. Hat Nico noch für Attacken? Hinter hätte er noch. Setze ich Nico ein. Da
Psycho-Attacke sollte nicht effektiv sein. Oh nein! Wie, das macht jetzt nochmal. Okay, er setzt eine andere Attacke ein. Bisschen dumm von ihm, aber wiederum auch schlau. Ich muss wieder wechseln. Aber ich kann auch nichts. Ich muss so René wechseln. Moment mal, der Flugtyp ist jetzt nur normal effektiv. Stimmt, wegen dem Stahltyp. Okay, dann ist es doch noch ganz gut. Ich bei René bleiben drin. Finsteraura. Wir haben jetzt auch eine Unlichtattacke bei René. Und wir haben eben gesehen, dass die. Mann! Initiative steigt. Komm, René. Du greifst als erstes an. Wunderbar. Sieger ist. Nein! Er setzt nochmal Amnesie ein. Sehr schön. Spezialverteidigung steigt zwar wieder stark, aber es sollte ausreichen. Komm, René. Ja, sehr schön. Boah, nee, ey. Der war hart. Der war sehr, sehr hart. Da brauche ich jetzt erstmal kurz ein paar Heilungen. Erstmal ein Beleber für Michelle. Ich möchte, dass Michelle auch hier weiterkämpft. Allerdings will ich nicht zum Pokécenter zurückgehen. Und ein paar Supertränke. Für Nico. Für Michelle. Und für René. So, was finden wir dort im Stein unten? Ein Grünstück. Dort oben ist wieder ein Stärkefelsen. Also den können wir doch direkt bewegen, oder nicht? Genau. Einmal dann dementsprechend oben Weg und unten Weg. Hier scheint es weiter zu gehen, glaube ich, oder? Können wir kurz unten lang? Ach, läuft auf dasselbe hinaus. Dort oben rechts ist noch ein Item. Schauen wir erstmal kurz hier. Ach du Alter, das ist so verzweigt hier. Gehe ich erstmal kurz nach oben. Aha, okay. Das ist wohl eine Abkürzung oder so. Da geht es dann auch irgendwie weiter in Gang rein. Dann scheint es da unser Ziel zu sein. Weiter einsetzen. Hier ist noch was. Ach, und ein Trainer, na toll. Da bin ich voll in die Falle, so gesehen, reingelaufen. Aber wieder so eine Backpackerin. Die sollte einen Boden-Pokémon haben. Nee. Ein Marder. Aber da hat natürlich René auch eine sehr effektive Attacke. War Kraftwelle. So. Und tschüss. Level 33 für René, aber man kriegt hier sehr, sehr viele EP. Wundert mich sowieso, weil hier so viele Trainer sind. Rapidschutz, was ist das? Schützt Anwender und Mitstreiter vor gegnerischen Erstschlagattacken. Wie bei wiederholten Einsatz oft daneben. Brauche ich jetzt nicht. Nee, brauche ich nicht. Hier ist ein Gelbstück, da kriegt man anscheinend wirklich immer Stücke drin hier in den Felsen. Es geht hier noch weiter runter. Es geht hier. Dann gibt es hier ein Stück. Jo, ein Grünstück. Wunderbar. Dann geht es rechts nach oben und oben ist ja auch noch ein Durchgang, hä? Und hier auch? What the fuck? Ja, ist klar, wie verzweigt ist denn das hier? Gehen wir erstmal hier lang. Eins nach dem anderen. Ich werde dann den nächsten Part auch direkt aufnehmen, weil sonst komme ich hier durcheinander. Wenn ich jetzt hier eine Pause mache. Dann kann man hier runterspringen, aber ich will eher weniger runterspringen. Hier geht's nach oben. Noch ein Durchgang? LOL. Drei Pokebälle. Ein Hyperball. Schreib mich denn jetzt hier an. Zurückgeschrieben, dass ich in Aufnahme bin, weil das geht nicht. Gesteinjuwel. Was ist denn das für ein Item?
Steinjuwel, müsste ganz unten hier zu sein. Ein Juwel vom Typ Gestein. Es erhöht einmalig die Stärke einer Attacke vom Typ Gestein. Okay. Einmalig. Sonderbonbon, cool. Und ein Beulenhelm. Hatten wir auch schon mal bekommen. Das ist unser zweiter Beulenhelm, glaube ich. Aber das ist sehr, sehr cool. Hier, die Items. Itemorder wieder einsetzen. So. Da ja, weiterhin einsetzen. Aber wir brauchen jetzt. Brauchen hier richtig viel Schutz. Aber naja. Da geht's runter. Da ist noch wer. Aber sonst komme ich hier nicht wieder zurück. Ein Digo-Stück. Genauso wie es da auch runter geht. Wir gehen erstmal wieder zurück und dann gehen wir durch den oberen Eingang, der da war. Genau, hier und dann geht's hier hoch. Gibt's auch ein. Ja gut, da gibt's ein Item, aber vorher erstmal hier nochmal ein Trainer. War nicht schon wieder so ein Psycho. Vielleicht nicht gebrochen. Panzer. Okay. Ich weiß gar nicht, was der für ein Typ hat, aber ich glaube, der hat auch irgendwie Gesteine oder so. Kann das sein? Wir setzen einfach mal eine Kraftwelle ein. Mal sehen, ob das sehr effektiv ist. Ja. Sondersensor. Ist normal effektiv, aber trotzdem. Metallklaue. Das sieht schon besser aus. Ja, René schafft es auf jeden Fall, aber wir müssen ihn dann auswechseln. Angriff steigt. Oder was kommt jetzt erstmal für ein Pokémon? Ein Makabaya. Was war denn das nochmal? Wechsel mal zu Nico. Der kann damit noch nicht Attacke. Auch ein bisschen Schaden machen. Ach, dieses Vieh. Das war auch vom Typ Geist, oder? Weiß nicht, ob der Unlicht jetzt so effektiv ist. Schauen einfach mal. Sehr effektiv, aber. Lol. Nico hat die Fähigkeit Mumie angenommen. Was ist das für eine Attacke? Keine Ahnung. Ach, sehr effektiv. Mann! Jetzt greifen wir mal weiter an. Vielleicht landet Nico in Volltreffer oder so, das wäre super. In Halbhöhen. Was ist das für eine Attacke? Wie viel Schaden macht die? Zu viel! Wir müssen wechseln. Du Michel. Oh, sehr schön, Michel. Sehr, sehr schön. Der hat wahrscheinlich Schwebe, also muss ich Steinhagel einsetzen. Ah, jetzt ist er verbrannt. Oder brennt halt. Ah, Mist. Macht nicht so viel Schaden, wie ich das gerne hätte. Komm jetzt aber. Ah, Mann! Ja, ist klar. Mit einem KP überlebt er. Komm, René, jetzt bist du dran. Einem KP natürlich. Muss ich dann schon wieder einen Beleber einsetzen? Nico erreicht wenigstens Level 33. Wenigstens irgendwas Gutes. Ah, Mann, ey. Medizinbeutel. Erstmal ein Beleber für Michelle wieder. Ja, Michelle stirbt einfach viel zu häufig. Wird Zeit, dass sie sich entwickelt. Wir brauchen die Entwicklung. So, noch einen normalen Trank. Für Nico. Und dann sind wir erstmal wieder hier gut gestärkt. Ach komm, Jonas kriegt ja auch noch einen normalen Trank. Ja, ich hasse die Psychotypen. So, Pupperstück. Und dann geht es jetzt hier nach oben. Was ist dort oben? Weil, ja. Hier mehrere Gänge. Aber wenn ich dort oben fertig bin, kann ich ja nach unten und dann die Stufen unterspringen. Hä? Der alte Palast? ETF? Keine Ahnung, ob hier Pokémon vorkommen. Hier ist ein Durchgang. Muss mal kurz verschauen. Ja,
Alter Palast habe ich nix. Schade. Leitermodder habe ich aktiviert. Was ist hier? Ein Sonnenstein hilft zur Entwicklung, glaube ich. Jetzt geht's nach rechts oder nach oben. Wir gehen erstmal nach rechts. Ach, hier gibt's auch wilde Pokémon, okay. Was denn zum Beispiel? Ein Pupanzer, eine Pupanzer oder ein Pupanzer, wie auch immer. Hat kein Geschlecht. Wir flüchten hier. Stimmt. Ich habe euch noch gar nicht vorgelesen, was es überall hier für Pokémon gibt. Jetzt zum Beispiel im alten Palast oder vorher beim Fluchtweg. Kann ich euch mal kurz vorlesen. Gleich. Erstmal kurz hier einen Schutz einsetzen. Wenn ich hier doch auf wilde Pokémon treffe, will ich hier keine wilden Pokémon hier am Arschkleben haben. Soll ich sehen. So, erstmal der Fluchtweg. Oder wie hieß denn das? Fluchtweg, weil das steht hier nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das hieß. Dann schauen wir mal hier im alten Palast. Ey. So. Doch, also alter Fluchtweg heißt das. Ja, Moment mal. Das haben wir schon mal angeschaut. Wir waren doch schon mal im alten Palast. Das ist jetzt sehr, sehr merkwürdig. Es ist hier noch ein anderer Bereich, anscheinend. Okay, hier ist ein Item. Hier muss irgendwas Besonderes sein. Ein Hyperball, naja. Geht so, ich dachte, es ist noch besonderer. Also, bevor ich hier irgendwas vorlese. Ja, der Part ist eh vorbei. Wir machen im nächsten Part hier dann weiter. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und bye bye.